Hallo meine Lieben, hier ist Mario, der alte Sack von Holzton TV. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Skyrim, eine lange Reise, und wünsche euch wie immer viel Spaß. Hallo meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen und ich heiße euch herzlich willkommen zur Folge 302. Sorry, 363 von Skyrim, eine lange Reise. Hier ist der Mario, der alte Sack. Und dann schauen wir mal, wie viel silberne Hände wir noch plätten können. Ja, okay, zu. Gut. Dann gehen wir da jetzt nicht durch. Jedenfalls nicht von der Seite. Wer die andere Folge noch nicht gesehen hatte, wir sind ja hier im Schattenrefugium. Schattenstollenrefugium, so heißt es ganz genau. Dem Hauptquartier der Silbernen Hand. Und sind auf einem Rachefeldzug, da sie unseren Kotlak von Jorvaska gekillt haben. Und das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. So, von ich die silbernen Hand? Fragmente. Da wird immer die scheiß irreführenden Dinger da. So, jetzt haben wir nur noch die eine Quest. Jetzt kriegen wir die richtige Anzeige. Okay, dann müssen wir wieder rein. Da habe ich mich verleiten lassen. Ja, und das ist wirklich so, wie ich schon vermutet hatte. Von oben so klein und hier unten dann so ein riesiges, ausgebautes Ding mitten im Berg und unter der Erde. Wahnsinn. Ja. Nichts schlafen jetzt. Keine Truhen. Nee, da geht's nicht weiter. Okay. Schön. Versteckt durch die Spinnweben. Hätte ja sein können, dass er ein Gang ist, aber. Gucken wir uns mal die Ecke da an. Räumchen. Siehste, man weiß ja nie, wo man rauskommt. Am besten immer schussbereit bleiben. Schöne Bücher haben sie auch nicht. Noch ein Gegner gefunden. Gut, erwartet euch. Okay. Verdampft. Die verdampfen die immer gleich. Der Tod erwartet euch. Gar nicht. Da hätte ich aber ein Skillbuch für Schmieden vermutet. Bei dem Titel, ne, oder?
Bäumchen, Abstellkammer. Ne, da liegt einer. Hi. Vor den Arsch, sorry. Aber der Wilkas sieht aus mit seiner Rüstung wie meine Oma, ey, mit dem Kopftuch früher, also. Ja, ja. Dabei war die Oma noch hübscher. Naja, ich muss ja so nicht rumlaufen. Das ist die Geschmackssache, ne? Vielleicht denkt ihr, der ist schön. Lass ihn doch, wenn er sich damit wohlfühlt, ne? Wo muss man denn da lang, oder? Die Riesendinger, da verliere ich manchmal die Orientierung. Oh, wieder Absatz und zwei Gegner. Habt ihr etwas gehört? Den erstmal weg. Den anderen hier vorne. Ah, Herkules. Ich bin immer schön, wenn ich an der Herkules vorbeitreffe. Weil ich will ihn ja nicht verletzen, ne? Den kleinen Racker. So, zwei. Okay, immer noch ein Gitter da unten. Also ist und das Objekt der Begierde. Kein Aufmacher da gewesen, ne? Ich habe keinen gesehen. Ach, guck mal, Herkules. Frühstück. Würde mich immer interessieren, wenn ich den jetzt hier auf Jagen schicken würde, ob der dann die Regale leer räumt. Was? Als Selbstverpfleger. Also Wilkas, mein Guter, sorry, was ich da vorhin gesagt habe mit der Oma und so. Aber das war im... Da warst du im Schatten, die siehst also noch ganz anders aus, als ich gesagt habe. Ich habe es bei Licht eben noch besser gesehen. So. Keller. Jetzt sind wir erst im Keller, oder was? Dann frage ich mich, wo wir eben waren. Die ganze Zeit. Fässer haben sie auch reichlich, ja? Aber was trinken die denn? Wein, trinken die Wein oder? So, links war noch einer, ne? Der ist tot. Ja, also da haben wir ja auch gelernt. Beziehungsweise ich, wenn da jetzt ein Werwolf drin gewesen wäre, hätte ich ihn auch nicht mehr freigelassen. Weil uns das ja das letzte Mal eigentlich nicht so bekommen. Was heißt bekommen wir? Aber angegriffen hat er uns. Was als solches schon mal eine blöde Situation war, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Schaden hat er ja nicht viel gemacht, aber dementsprechend befreien wir keine lebenden Werwölfe mehr. Destille. Mal gucken, was dein Kumpel macht. Oh, Herkules. Oh, Wilkas. Die sind ja wie die Suchtis, rennen die in meine Pfeile. Oh, was willst du da machen, ne? Mehr als Vorsicht rufen oder sowas kann man ja auch nicht.
Und das darfst du bitte nicht zu laut, weil dann hören es die anderen und dann brauchst du auch nicht mehr schleichen. Also ruf mal lieber gar nichts. Und dann das Schloss bitte. Ne? Beschädigt ist, wollen wir nicht. Das hat auch, war nicht das schon mal der auch so ein Schattenkämpfen gemacht hat? Farkas war das, glaube ich. Erstmal mit dem. Oh. Mann, ey! So. Wo ist denn dein Kumpel geblieben? Ach, da oben ist der. Ah. Ah, siehst du, da oben ist wieder ein Werwolf eingesperrt. Den lassen wir nicht frei. Leider nicht. Pferd. Eingesperrtes Pferd. Als Futter für die Werwölfe oder wofür hat er das eingesperrt? Jetzt machen wir Futter für Herkules draus. Ja, tut mir leid, mein Freund, aber du bist ja verwirrt. Und dadurch. Herkules, komm da runter, das sieht scheiße aus. Das widerspricht jeder Logik, was du da machst. Das glaubt uns kein Mensch. Ja, so ist besser. Eisenpfeile. Also haben noch andere auch geschossen. Geht es wieder weiter. Leichte Rüstung verbessert. Ich habe doch eine schwere Rüstung an. Huch, Entschuldigung. Oh, Ziegenbeinchen. Oh, guck mal, hier ist ja alles noch. Achso, das war von dem, der vorhin von da oben ausgeschossen hat. Warum sammle ich die überhaupt ein? Ich blöder Messi, ey. So, ja, den kann ich. Okay. Ach. Ich würde mich schon wieder über mich selber aufregen, aber so ein Quatsch. Ätherische Pfeile brauche ich natürlich. Drachenknochenpfeile erst recht. Was war das? Na, Fusilier war das. So. Lukas hat ihm mit seinem imaginären Schwert auch eine verplättet. Oh, wie das hier überall immer aussieht, ey. Nicht so appetitlich, oder? Streckbank und. Überleg doch mal, was das für. Hey, das für Hohlräume hier in dem Berg sein müssen. Von Dimensionen her, meine ich. Was war das? Mein Pfeil ist weggeflogen. Kein Problem. Habt ihr etwas gehört? Hier drüben! Oh, kann ich denn nicht schießen, ey? Nicht mal Treppe runter kann ich schießen. Ich kriege überhaupt nicht mit, wo ist wer? Wie ist hängt der? Ich liebe Herausforderungen. Ja, ich ja auch, wenn ich sie sehe. Aber wenn ich da nicht. Himmelsrand gehört dem Nord.
Okay, und den Temptress und den Lunari und allen befreundeten auch. Wieder ein, oh, schön. Wieder einer weg. Wieder einer weniger. Ja, ist okay, dass so viele sind. Im Hauptquartier sollten ja eigentlich schon immer mal ein bisschen mehr sein als an so einem Zwischenposten, ne? Dann sollte man auch mehr, muss man auch mit mehr Gegenwehr rechnen. Na, Wilkas. Aussehender Krieger ohne Schwert. Ach, habt ihr gesehen, da war so eine Ecke, so eine Nische mit Grünzeug ein bisschen so. Das ist wahrscheinlich zum Relaxen, dann nehmen die das. Das war wie so ein Stückchen Gartenersatz, oder? Weil wir sind jetzt so tief unter der Erde. Ist das ein Schäfchen? Die silberne Hand. Abgeschlossen, vernichte die silberne Hand. Wieso ist das denn schon abgeschlossen? Optional. Kann er gar nicht. Wir haben ja gerade erst gekillt. Da war noch gar nicht. So. Jetzt ist abgeschlossen. Jetzt würde ich das akzeptieren als abgeschlossen. Und das ist Wutrand. Gut, dann haben wir ja alles. Morgenstern. Ja. Kindheit hatte. Okay. Muss ich mal später lesen. Den kann ich ja nicht mich stundenlang mit Rumblättern aufhalten. Die obligatorische Cheftruhe. Na, Herkules, sorry nochmal wegen vorhin wegen dem Anschießen. Das war nicht mit Absicht. Das war mit dem Pfeil. Jetzt können wir hier raus. Klatsch, wieder in die Fresse, die scheiße Holzsplitter. Dürften ja keine Gegner mehr da sein, ne? Dass ich mal hier so relaxed rumlaufen kann. Weil es geht sonst immer, dass die Bückte, das geht natürlich auch immer ins Kreuz, ne? Das ist auch, kann ich auch nicht so gesund sein, aber... aussieht, ey. Was? Unser Freund. Nö, ich hab meinen nicht. Ich hab nicht. Nö. Arme, nicht mal ein Schwert, ey. Ich werde ihm mal eins schenken. Dann haben mittlerweile wohl die Vorbereitungen für Kotlaks Begräbnis abgeschlossen. Oh. Die anderen haben mittlerweile wohl die Vorbereitungen für Kotlaks Begräbnis. Ja, ich dachte, ich habe das und schon. Was ist es, euer Hinscheiden zu belächeln? Jo. Ja, das machen wir. Ja, die Armen. Weil nach hierhin reise ich jetzt manchmal gerne an. Mein Englisch ist so scheiße. Cities hier in Skyrim. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüsschen, ne? Ihr braucht etwas? Nee, Moment nicht. Ich wollte dir Geld geben, aber geht ja nicht. Das geht ja nicht. Und hier sind manchmal immer schöne Musik. Na, da pfeift er wieder ein bisschen rum, aber diesmal kein Bauchtanz. Das ist so, weil in der Ecke ist immer ein bisschen, ist nicht so langweilig, als wenn wir durch das andere Tor kommen. Da ist manchmal ein bisschen Bewegung. Ah. Dadurch wird das dann da nicht so langweilig. Ja. Beisetzung Kotlak. Halt mal kurz noch. In Heiligkeit duschen. Krankheiten beseitigen. Eventuelle Krankheiten.
Der Arme. So, ganz oben. Ja, der Typ, schade. Wer wird beginnen? Ich mache es. Im Scheine der uralten Flamme. Trauern wir. Ob dieses Verlustes weinen wir. Für die Gefallenen. Schreien wir. Haben es irgendwie cool, für uns cool gemacht, hä? Nehmen wir Abschied. Das haben sie interessant gemacht. Also Skyrim ist so geil. Holzton TV, Skyrim. Das etwas andere Let's Play.